richtig, richtig vorbereitet. Da kann man schon mal klippen. Auf jeden Fall. Wollen wir Magdeburg, Augsburg, Prag? Ich würde mit freiem Spiel spielen und einfach mal gucken, wie weit wir kommen und was wir so machen. Ich glaube, das passt schon. Ach, das ist so eine Mütze. Ich dachte, das sind ihre Haare. Ja, das ist halt alles jetzt nicht so hübsch. Machen wir eine rothaarige. Tusnelda. Tusnelda finde ich eigentlich... Ich weiß, dass ich es falsch ausspreche. Das ist ihr Joke dahinter. Lass es uns ganz komisch schreiben. Ben schaut komischer aus. Das passt besser. Wir sind Elina vom Friedewald. Habe ich Bader ausgewählt? Wir müssen noch mal rausgehen. Oh nein, was ist denn mit mir? Okay. Ach, da hinten ist die Stadt, in der wir nicht wohnen dürfen. Und die Burg. Wir sind in dem Vorort. Und wir dürfen Totengräber zur Kellerassel. Das ist ganz furchtbar. Ich nenne es Friedewald. Zum Friedewald. Letzten Friedewald. Neben der Kirche ist halt leider schon ein anderes Gebäude, ne? Aber theoretisch gesehen könnte man es schon so in die Nähe... Also es wäre halt hier, wäre es halt mega gut. Aber da wird halt schon was... Da wird halt eine Obstbauernhütte gebaut. Ich war halt eine Sekunde zu langsam. Das wäre hier neben der Kirche, wäre es perfekt gewesen. Ich kann das nicht aufkaufen. Dann packen wir es hier so hin. Such den Friedhof. Ist der Friedhof nicht bei der Kirche? Ich habe keinen anderen Friedhof bis jetzt. Ich glaube, den Friedhof muss ich selber erst bauen. Ach, das wäre der Friedhof gewesen. Wenn ich das jetzt nochmal abreiße, habe ich kein Geld mehr, oder? Sagt nichts. Ich darf einmal neu starten. Ihr schmeichelt mir. Wie sie ihm hinterherläuft wie ein Hündchen. Ja klar, ich will den so schnell wie möglich. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Ich will, und jetzt will ich dem Blumen schenken. Ich habe auf euch gewartet. Seht ihr, jetzt kann ich ihr auch noch, kann ich ihm auch noch einen Blumenstrauß geben, den ich selber gemacht habe. Das ist auch wirklich keiner, den ich vom Friedhof geklaut habe, ich schwöre. Ja, guck mal. Der würde etwas intimeren Annäherung bevorzugen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Jawohl! Bleib still, Siegfried! Siegfried! Unglaublich. Geht mir aus den Augen. Hat er mich gerade gewatscht? Man kann mehrere Berufe erlernen. Ja, du kannst so ein riesiges, eine riesige Dynastie aufbauen und dich überall ausbauen. Also du hast halt basically unter Talentbuch siehst du die unterschiedlichen Sachen, die du lernen kannst. Und du kannst dein Gebäude freischalten dafür. Wir sind zum Beispiel ein Totengräber. Ja, dann muss ich dreckig bleiben. Der muss mich einfach trotzdem lieben, obwohl ich stinke. Warum liebt der mich nicht trotzdem? Dass der mich nicht trotzdem lieben will. Ich bleib einfach dran. Ich freue mich, euch. Der ist gar nicht mehr verfügbar. Leute, wir machen jetzt, wir verschauen einfach mal, ob ein anderer mich eher wollen würde. Lass uns mal nach Laurenz Brotner schauen. Der ist Stufe 9. Das ist auch richtig sick. Der hat einen Pferdekarren und einen Wetzstein. Lass uns mal gucken, ob der netter ist zu uns. Probieren wir es einfach mal aus. Ein Beispiel zu nehmen. Ja, warum nicht? Ich glaube, die mögen mich auch einfach nicht so gerne, weil ich eine Totengräberin bin. Die Gedichte von 100 Poeten wären nicht annähernd genug, um die ganze Fülle eures wunderschönen Antlitzes zu beschreiben. Komm schon. Komm schon. Spring drauf ran. Komm, 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 komm. Ihr schmeichelt mir. Danke sehr. Oh. Ich kann gerade nicht. Ich habe auch ein Level abbekommen. Ich würde Charisma leveln, damit ich da jetzt richtig sick bin, wenn ich mit dem flirte. Dann würde ich jetzt dem, ich würde ihm gleich nochmal ein Kompliment machen. Wir müssen das ganz vorsichtig angehen. Den anderen haben wir verschreckt. Ja, 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 das geht in eine richtig gute Richtung, Leute. Nochmal, wir machen einfach better safe than sorry. Bisschen Süßholz raspeln. Na, den einfach belagern neben der Wurst da. Das ist auch ziemlich heiß, wenn man hier so neben den blutigen Schenkeln steht. Und der Verkäufer vom Marktplatz denkt sich die ganze Zeit nur, ey Digga, könnt ihr bitte einen Schritt zur Seite gehen? Ich will hier einfach nur mein Fleisch verkaufen. Was zum Fick wollt ihr hier eigentlich vor mir? Und ich mache ihm jetzt einen Heiratsantrag. Lasst uns heiraten. Mein Liebster, wir haben uns gefunden und unsere Liebe ist seitdem noch stärker geworden. Ja, 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 komm schon, komm schon, komm schon. Nimm an, nimm an, liebe mich. Ja, ich will euch heiraten. Scheiß auf den Schweinemann. Selbstverständlich. Oder? Ja! Wir haben Knutschi-Knutschi gemacht. Und das machen wir am besten in der Kirche. Das kostet zwar Geld, aber ich glaube, das ist für uns trotzdem ganz gut, wenn wir das in der Kirche machen.
Ach, die knutschen gar nicht, die verneigen sich voreinander. Somit erkläre ich euch zu Mann. Kein Knutschi? War das damals noch nicht üblich, dass man sich knutscht? Ihr dürft die Braut nur. Ach so, jetzt schon. Erst noch verneigen. Dann knutschen. Exzellentes Erbgut. Und dann machen wir jetzt direkt ein Baby. Dann lass uns mal die Zeit ein bisschen hochdrehen. Und dann sollen die da noch weiter Geld verdienen und gut ist. Wohin geht sie gerade? Das ist natürlich der perfekte Ort, um darüber zu reden, wie toll du bist. Im Winter bei einem Schneesturm auf einer geradenen Berg hoch, wo dir alle 3 Stunden 2 Personen begegnen. Also sie ist auf jeden Fall extrem gut darin, sich zu überlegen, wo sie das machen soll. Wie konnte ich nur jemals anzweifeln, dass das funktioniert? Was ist mit mir passiert? Jemand lacht euch aus. Ja, aber ich habe ja gerade ein ganz anderes Problem. Ich lieg da im Schnee. Helfen Sie mir. Hat die mir gerade Geld geklaut? Die klauen mir Geld. Kann ich dem ihr nicht helfen? Hä, was passiert denn da gerade? Wenn ihr was wollt, fragt den Meister. Ach, das sind Räuber. Ich werde hier einfach konstant ausgeplündert. Die stirbt mir da oben. Rette sie. Und jetzt können wir halt, einerseits könnten wir, ach so, wir müssen jetzt wirklich drin wohnen. Ja, dann lasst uns jetzt auch wirklich drinnen wohnen. Hier so direkt am Anfang. Aber halt schon drinnen trotzdem. Weil wir sind halt jetzt wichtig. Wir wohnen jetzt in der Stadt und nicht mehr draußen. Und jetzt kann ich auch in die Politik gehen. Exactly. Und dann geht das mit dem Einfluss alles ein bisschen besser. Jetzt könnte ich mich hier für den Torwächtertitel... Ach, wir haben noch keine Wahl. Aber theoretisch gesehen können wir jetzt in die Politik gehen. Und wir kriegen da jetzt noch ein schönes Haus. Und das Wichtigste ist, wir wohnen nicht mehr neben den Wagnern. Am Eingang, sodass jeder an deinem Haus vorbeigehen muss. Genau das. Vor allem die Wagner. Die Wagner müssen an meinem Haus vorbeigehen. So, und damit ich ihnen richtig eine reinkotze... Mache ich auch gleich nochmal, werde ich auch gleich nochmal Kirche Dingsbums machen, nochmal eine Spende bei der Kirche machen, damit unser Ruf noch besser wird. Jemanden in der Öffentlichkeit denunzieren, Wigmer Wagner, ja, ja. Und das machen wir schön hier oben in der Stadt. Das machen wir schön hier in der Stadt oben, da wo sie nichts verloren haben, weil die noch keine Bürger sind. Und wir spenden jetzt in dieser Kathedrale so viel Geld, weil wir so viel Geld haben. Ja, ja. Alter, wir sind so gute Menschen. Wir sind so gute Menschen. Seht, seht. So, jetzt bin ich auch schwanger. Das heißt, ich habe jetzt auch diesen Bonus wieder. Und dann können wir jetzt hier wieder... 91%. Wenn ihr meine Familie unterstützt, unterstützen wir im Gegenzug euch. Schauen wir mal. Das braucht schon echt lange, um das mit dem Prestige hinzukriegen. Also, dass ich die jetzt gerade alle dazu motiviere, mich zu unterstützen, das müsste eigentlich auch die Politikkarriere boosten, oder? Jetzt werde ich die ganze Zeit von anderen hier vollgelabert. Digga, ich will gar nicht. Ich will selber Leute volllabern. Ich habe gerade selber Dinge zu tun. Ich glaube, für Leute, die bei der Stadt arbeiten, brauche ich erst den Politikregister. Ich glaube, ich muss da noch was anderes lernen. Lasst mich mal gucken. Brunnen, Podest, Handelsreise, räumt eure Folge auf einem Podest. Es gibt bestimmt irgendwo noch mehr Politik-Scheiße oder sowas. Geil! Da haben wir jetzt den Bonus, den wir haben wollen. Jawoll! Gut, das heißt, den ersten haben wir schon mal beeinflusst für die Wahl. Ich glaube, wenn ich den Amtstitel bekomme, dann würde ich einfach... Boah, wie mich die ganze Zeit ansprechen hier. Ich habe gerade gar keine Zeit dafür. Wenn ich den Amtstitel bekomme, dann würde ich aus Prinzip ein Waisenkind adoptieren. Ich würde das auch so in meine Bewerbung schreiben. Wenn ihr mich nehmt für den Titel, dann adoptiere ich ein Waisenkind. Selbstverständlich. Waisenkinder brauchen ein Zuhause, aber sie müssen ja auch ernährt werden. Und ich habe ja schon 3 Belger. Das heißt, wenn ich noch ein 4. Bike haben soll, dann muss ich auch ein bisschen einen Ansporn bekommen, dass ich mir noch ein 4. Bike hole. Jedes Jahr ist nur eine Jahreszeit lang. Aber dann müsste die Wahl doch jetzt sein. Weil Sommer 14.05 und von dem, also dann müsste doch jetzt sein, um 13.56 müsste dann doch die Wahl vorbei sein eigentlich, oder?
Oh, das ist alles so kompliziert noch. Ich dachte, ich hätte mittlerweile ein bisschen mehr Überblick über das, was ich tue. Beweise muss man fälschen? Ach, Schergen anheuern. Okay, gut. Dann wissen wir auf jeden Fall, wo wir morgen weitermachen. Dann würde ich jetzt an dieser Stelle einmal speichern und sagen, neu, hier, das hier. Und dann würde ich mich für heute verabschieden. Und dann machen wir morgen genau da weiter, wo wir heute aufgehört haben. Holy shit, das ist alles kompliziert.